Und jetzt ein mega Cliffhanger, Ladies and Gentlemen. Wir machen nur einen Spot und dann sind wir zurück. Hab ich vergessen. So, also sind wir wieder. We just had one commercial spot that we had to show. Sorry for that. Everything's going okay? Alles gut, ja, ja. Alles gut. Alles gut, alles gut. Wenn ich helfen kann, du kannst jetzt, du kannst jetzt tatsächlich helfen, weil wir werden jetzt ein Spiel spielen. Lieber James, liebe Sabine, lieber Klaas, wir sind hier heute zusammengekommen. Habt ihr die Ringe dabei? Ja? Vier Hochzeiten und eine Traumreise. Wir werden jetzt Folgendes machen, lieber James. Wir zeigen gleich Bilder von deutschen Künstlern, die du alle nicht kennst. Und anhand dieser Bilder und der Texte von diesen Künstlern, die ich dir zeige, musst du dir quasi vorstellen, wie der Song von diesem Künstler klingen könnte. Hast du verstanden? Okay, gut. Okay. Und ihr müsst erraten, welcher Künstler das ist und welcher Song von diesem Künstler. Okay. Okay, are you on? Ladies and Gentlemen, ich drehe mich jetzt einmal ganz dezent in diese Kamera. Das hier ist unser erster Künstler. Das hier ist unser erster Künstler. Actually. Actually. No, 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 I want to go the other way around. Nein, nein, ich möchte. I'm taking over. Have you got a, can I start? Because they scare me. I don't want to do them. Kann ich das machen? Kann ich anfangen? Weil die scannen mich her. I can't do them yet. I wanna save them. Nee, das ist. Ich kann die nicht machen, ist, weil ich möchte. Wirklich? Really? Ich möchte die haben, du hast Angst vor denen. Ja, das kann ich verstehen, dass du Angst vor denen hast. No, no, go for yeah? Nein, nein, wir machen das. Wir machen das. They're really weird. Die sind wirklich schlimm. Gut, dann. This is live, so let's not cock. Okay, wir sind live ansehen. Das ist live. Ich möchte das hier nicht verpacken. Das sind die nächsten. Dann machen wir die. Ah, okay. I think they're my relations. In some way. Ja, ich glaube, das sind meine Erziehungen. Die sind Hippies. Sie leben wahrscheinlich in Ibiza. They're like smoking weed. Sie rauchen gerne Gras. And they hark back to the 70s. Und ja, sie hängen in den 70ern. Absolut, ja. Sie sind wahrscheinlich große Tänzer. Exciting to watch. Ganz aufregend zu schauen. Ich mag, wie du dieses Spiel verstehst. Yeah, that's what I would feel about them. So, ja, so stelle ich mir das vor bei den beiden. Und ich glaube, ihre Musik wäre so 70er Musik. Ja. A retro. Retro. How am I doing? Ja, gut. Ja, wie ist, ja, also ich glaube, wenn das als Beschreibung für euch reicht, wer die Künstler sein könnten, dann würde ich sagen, leg einfach. I have lyrics. Ja. Schon eine Idee, wer es sein könnte. Allein von der Beschreibung habe ich eine Idee, wer es sein könnte. Ja, gut. Ja. Okay. Alles bewegt sich, der Kirchturm erdreht sich, als hat der Wein gemacht. Ich weiß, du warst es schon seit Stunden und ließ besch mich noch. Wach doch, ich sag, lieg eins, lieb, hörst, lieg, du musst nicht traurig sein. Ich weiß, du bist nicht ganz allein und so doch nur der Wein. Und du sagst, ich hör spatzlich ein. Ich hör dich noch einmal wert sein. Die Hauptstadt ist, du kommst heim. So kann nur ein Engel. I don't know how we're gonna finish that. Mega gut! James Blunt's Interpretation of. Sabine, hast du eine Idee? Das Lied kenne ich, aber ich weiß nicht, wer das singt. Ich glaube, ich weiß, wer es sein könnte, vielleicht. Weißt du? Das Lied kenne ich, aber wie gesagt, wer das singt, weiß ich nicht. Wie heißt denn das Lied, wenn du es so gut kennst? Ja, ich hab's nicht richtig verstanden, aber die Melodie. Na ja, gut. Danke für deine Hilfe. Sag mal, könnte es sein, dass das, also Fans sagen Amugis, ich sage Amigos? Wollen wir mal kurz reinhören, was die Lösung wäre? Das wäre hier. Ja, so sehen sie aus. Die Wildecker Herzbuben. Hippies, ja, das sind absolute Hippies, die Gras. Absolute Hippies, die Gras rauchen und noch Ibiza leben. Ibiza Gras rauchen? Sind das, bearded Hippies. Sind das deine Nachbarn? Wusstest du, soll ich dir mal was Witziges sagen? Der Rechte von denen, das ist der Cousin dritten Grades von Bruce Willis.
Tatsächlich, okay. Kein Scheiß. Fun Fact. No, really? Kann man, really? Googeln. Immer wirklich? Wenn hier eine Die Hard Premiere ist. Ich lerne jeden Tag was Neues. Wenn hier eine Die Hard Premiere ist, steht Damen und Herren, auf dem Teppich. Das Mal. Hier ist der nächste Künstler, den es zu erraten gilt. James, erzähl uns ganz kurz, wer das ist. Yeah, okay, this is a sensitive guy. Das ist ein ganz sensibler Mann, ein sensibler Mann, an emotional man. Ein emotionaler Mann. Seine Musik ist wahrscheinlich ähnlich zu meiner, romantisch. Und er scheut sich auch nicht, meine Tränen zu vergießen. Also, noch mal ganz kurz. Mir doch Schwanz war, du Schwanz so komponierst. Ich komme von hier und du kommst von da. Fick dein Ma, hast du kapiert? Von Frankfurt, Bonn, Montpellier und Fick und dem Paten und sie sein Konzilier. Wenn die Straße spricht, sieht nach Ausgeficht. Ein paar Tage und sie sagen nichts. Saudi, Saudi Arabi, money rich. Saudi Arabi, money. Saudi Arabi, money rich. Darf ich hier bitte los? Was ist der? Das ist der emotionale, feingeistige deutsche Singer, Songwriter und Poetry Slammer Haftbefehl. Sabine, was sagst du? Sag ich doch. Nee. Und ich hätte eine Übersetzung gebraucht. Manche Worte habe ich nicht verstanden. Es ging um Liebe machen. Okay. Im großen Bild, in the big picture, it's about love. Ja. About in, bigger, in a very big picture. But love is. Aber lieber Hafti, ganz kurz an dieser Stelle, wir haben ihn gezwungen, das zu tun, nicht, dass du ihn aufsuchst und ihm irgendwas antust. Ja. Wir hören mal ganz kurz ins Original rein. Wir haben es quasi schon gelöst, aber man muss kurz das Original hören, das ist ein Megasong. Mir doch Schwanz, was du Schwanz so komponierst, ich komponier, du kommst von da, fick deine Ma, hast du kapiert, von Frankfurt bis nach Montpellier. Ich fick den Paten und sein Konziliären, Schmuggel über mir, Appelshafen, Tonnen Schnee. James Blunt is back, don't call it a comeback. James Blunt, The After Love heißt das Album. Vielen, vielen Dank, James, dass du heute hier gewesen bist. Immer wieder gerne. Wir sind live und wir hängen, es tut uns leid. Ja, du hast noch eins übrig, das macht nichts, aber...